Hey ho, meine Lieben, ihr habt es sicherlich schon erkannt. Jawohl, ich bin wieder bei den Felsis gelandet. Und frisch aus ihrem Kurzurlaub von mir ist mein Spatzl auch dabei. Die habe ich gestern in Mannheim vom Bahnhof abgeholt. Ja, und was machen wir heute schönes Leckeres? Ein Beef Stroganoff oder Beef Stroganoff, wie ihr es aussprechen möchtet. Aus Black Angus Rindsrouladen im Dutchofen. Genau. Mhm. Alles, was wir dazu benötigen, drinnen in der kleinen Küche. Auch die kleinen feinen Helfer. So. Ja, Doris ist natürlich auch mit dabei. Ja, natürlich. Ja. Muss ich doch etwas ärgern. Ja. Dann machen wir jetzt drin die kurze kleine Übersicht und dann legen wir auch schon mit dem Schnibbeln los. Richtig. Bevor wir vorne rausgehen heute am Dutchofen im Atago. Attacke. Ja. So, meine Lieben, rein theoretisch habe ich jetzt hier alles, was wir benötigen für ein richtig geiles Essen. Rindsrouladen, Black Angus, 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Champignons, Pfifferlinge. Ihr wisst ja, das ist wieder Art Grill-Chunky. Und ja, genau, gibt auch 100.000 Möglichkeiten, so Beef Stroganoff zu machen. 3 Zwiebeln, 2 paar Knoblauchzehen. Ja, und heute kommt eine weitere dazu. Dann haben wir Rinderfond, an Dior-Senf. Dann habe ich die Cornichons. Ja, irgendwie sowas, die Minigurken da. An Schwand, an Sauerrahm oder saure Sahne, wie man es nennen will. Butterschmalz. SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Und Butter. Nein, die Butter habe ich weggeräumt. Und Petersilie. Ja, wir haben gesagt, wir haben den Butterschmalz, da verzichten wir auf die Butter. Ja, und natürlich ein Schluckerl Weißwein. Das ist alles, Leute. Dann, ich habe keine frische Petersilie bekommen, komischerweise. Naja, egal, wir schnippeln jetzt. Fleisch zeige ich euch noch schnell, wie ich das schneide. Und ja, danach die Übersicht, wenn alles geschnippelt ist. So, Leute. Ja, das reicht. Für die Champignons. Ja. Und für die Pfifferlinge ist das nicht so viel. Ganz kleine Schüssel. Genau. Das reicht vollkommen. Die Rouladen schneide ich einfach hier so in Streifen. Alles so circa einen Zentimeter oder so dick, breit. Geht mir jetzt aus dem Filetstück des Beef Stroganoff machen, dann täte ich definitiv sehr darauf achten, dass das Fleisch in der Pfanne dann nicht zu sehr durchgart. Ja, und hinterher dann so dann wieder dazu kommt. Bei den dünnen Scheiben hier, Streifen, kann man das natürlich nicht ganz verhindern. Das ist schier unmöglich und deswegen, ja, wird das halt ziemlich durchgegart werden, aber wir mögen das eigentlich alle hier so und deswegen sehe ich darin jetzt auch kein Problem. So, also ich schneide jetzt alle komplett fertig, kommen dabei wieder in die Schüssel rein, Pilze werden hergerichtet, gemacht und danach sehen wir uns dann zur kompletten Übersicht wieder. Zur geschnippelten, natürlich. Huibu, schon sind wir fertig. Schön die Scheiben in Streifen geschnitten, nicht Scheiben. Die Champignons geviertelt. Die Zwiebeln und den Knoblauch klein gehäckselt. Die Pfifferlinge klein. Die Gürkchen. Was ich vorher vergessen habe zu sagen. Ich habe dieses Mal die guten Settele Eierspätzle mitgebracht. Die reichen dazu.
Natürlich werden jetzt komplett selber gemachte tausendmal besser, das weiß ich. Aber irgendwo wollen wir heute auch im Rahmen bleiben. Gut. Dann können wir eigentlich alles hinausbringen. Genau, und das machen wir jetzt. Ein bisschen Mehl nehmen wir auch noch mit raus. Und Attacke. Jo, oder ne? Ein paar Kohlen haben wir unten drin. Da kommt das Dutch-Ofen rein. Und im Anschluss erst einmal nochmal das Leber. Und die Asche aus dem Dutch-Ofen wieder rauswischen. Ordentlichen Fetzen Butterschmalz an. Den Dutch-Ofen noch ein bisschen ausrichten, dass er halbwegs gerade steht. Als nächstes tun wir dann gleich das Fleisch anbraten. Ja, ein klein bisschen darf noch aufheizen. Ja, sieht dann mal halbwegs gut aus. Und ihr seht, dass das Fleisch ruckzuck, weil es ja eben sehr dünn ist, Rouladenfleisch, aber das habe ich einfach noch zur Verfügung gehabt und habe mir gedacht, letztes Mal haben wir hier auch schon Rouladen gehabt, machen wir dieses Mal was anderes. So Leute, dann holen wir uns die erste Ladung schon wieder raus. Ein klein bisschen Röstaromen hat sie angenommen. Den Rest reinhauen. Und können das genauso schön anbrutzeln. So Freunde, bevor jetzt das Fleisch komplett mehr als tot gebraten ist, kommt das jetzt auch schon wieder raus. In der Schüssel tue ich jetzt gleich noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Hier kommt gleich noch ein klein bisschen Butterschmalz hinzu. Dann können wir schon mit den anderen Zutaten weitermachen.
Pilze darf man jetzt ein bisschen einschrumpeln und einreduzieren, die Pilze in der Zwischenzeit. Ich tue hier drüben noch ein bisschen Salz und Pfeffer gleich drüber. Ja, geht auch. Dann können wir auch so langsam unsere Cornotti, ach Dings da, Minigurken dazu tun. Mengenangaben sind übrigens mal wieder Freischnauze und nach Gefühl. Und damit es uns unten nicht ankokelt, tun wir gleich ein bisschen was von dem Rinderfond mit rein. Jetzt kommt nämlich auch gleich das Mehl ins Spiel. Das reicht. Hier kommt jetzt Salz, Pfeffer, Paprika hinzu. Paprika ist Geschmackssache, je nachdem wie jeder möchte. So, dann können wir einen Schluck Weißwein reintun. Den Dior-Senf. Den wir so ein paar Minütchen vor sich hin brodeln haben lassen. Kommen wir jetzt zu dem Sauerrahm oder saurer Sahne oder was ihr auch immer nehmen möchtet. Also ich gebe es ja ganz ehrlich zu, ich habe mehrere Rezepte mir rausgesucht. In den einen haben es nur saure Sahne reingeschmissen, ins andere nur Schmand. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich mache beides neu. Ja. So.
lassen wir jetzt noch ein, zwei Minuten vor sich hinköcheln. Und dann können wir das Fleisch schon hinzugeben. Und dann vielleicht noch mal 5 Minuten oder so ziehen lassen. Und dann ist es eigentlich schon gut zum Essen. So, Freunde, dann tue ich schon mal das Fleisch jetzt wieder rein. Komm raus jetzt. Und so lassen wir es jetzt noch 5 Minuten stehen, beziehungsweise bis die Spätzle soweit fertig sind. Und dann können wir auch schon essen. So, meine Lieben, wie gesagt, hier drüben werden gerade die Spätzle noch gemacht. Und das hier ist jetzt eigentlich wirklich fertig. Ich habe jetzt gerade noch einen Schluck Wasser hinzu, damit es nicht ganz so dickflüssig ist. Und ja, fertig ist mein Börf Sorgonov. Und wir sehen uns dann gleich beim Essen und Verkosten. Hätte ich zum Schluss fast doch noch vergessen. Die Petersilie. Oder der Petersilie. Das Petersilie. Die rühren wir einfach noch mit rein. Aber jetzt bin ich fertig. So, dann machen wir hier kurz mal einen Schwenk. Der Mann ist gerade noch mal rein was holen. Bist du auch schon gespannt, wie es schmeckt? Hi, Kuckucks. Ja, die hat ich. Hat die Alex gemeint? Hi, Kuckucks. Gut, dann ab auf den Teller, rein in den Hals. Oh ja. Ich glaube, das ist heiß. Geringfügig. So, und mein erstes selber gemachtes Böf Sorgonov. Und wie schmeckt das Ganze? Heiß. Sehr lecker. Und Leute, ich habe schon so lange kein Börf Sorgonov gegessen. Ich genieße das jetzt auch. Wir sehen uns dann nachher alle zusammen im Fazit vor der frisch gestrichenen Garagenwand vom Nachbarn. Na kommen Sie zu mir. Ihr auch. Allesamt. Alles am vollgefuttert, vollgefressen. Also, Fazit. Mir persönlich hat es richtig lecker geschmeckt. Börf Sorgonov. Teilweise beim Essen habe ich wirklich den Geschmack in den Geschmack gehabt, so wie ich mich dran erinnert habe. Und dann war der wieder weg und ja, hat so ähnlich geschmeckt. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich für mich persönlich richtig lecker. Das Fleisch hätte natürlich ein bisschen zarter sein können, aber dadurch, dass es ja dünn war und Rouladenfleisch, hätte man es ja ewig kochen müssen. Und es ging aber gut zum Essen, ohne Probleme. Ja, Doris hat noch was zum Bemängeln. Ja, also ich fand es etwas zu säuerlich, das ganze Gericht. Es war ich gut, nicht. Aber ich fand es zu säuerlich. Gut.
Gut war's, aber ich bin fast zu voll, was zu sagen, weil ich bin wirklich satt. Wenn Lorena vorbeikommen will, kann er sich den Rest abholen, jetzt sofort. Aber ich finde, man hätte das Gericht erst mit dem Wein ablöschen sollen, 2-3 Mal, bevor man dann noch die Brühe dazugegeben hat. Ja, das, meine Meinung. Das ist ja Messenssache, das haben wir vorher am Tisch auch schon besprochen. Was sagt ihr dazu? War das in Ordnung, dass ich zuerst mit einem bisschen Bratenfond oder was war das? Ruhe da. Abgelöscht habe oder hätte ich wirklich mit Wein zuerst ablöschen? Ich mache immer mit Wein. Genau. Ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich habe es jetzt nicht als Fehler empfunden, aber man ist ja lernfähig manchmal. Jo, es war lecker. Ein Video machen wir hier noch und wenn es gefallen hat, das Video, Däumchen nach oben, nettes genau. Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Und ich sag mal, Tschaikowski. Und macht nicht zu viel zum Essen, dann geht's euch nicht so voll fressen wie uns. Ja. Tschüss. Tschüss. Jo. Tschüss. Spatzel, wo rennst du hin? Komm zu mir. Die war nur schwarz. Du musst hier mitkommen. Ja.